Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine. Oh, schaut mich an. Ich bin Boso. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Schlafen. Ja, was denn sonst, ne? Aber ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Schlafen mit Goal. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Deponia. So, die gute Goal sitzt da am Schreibtisch, hat uns gerade ein bisschen vollgemeckert und Rufus ist nicht so gut auf seine Kameraden zu sprechen. Wir gucken mal, ob wir uns hier den Brieföffner schnappen können. Darf ich? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post. Na, du Post zu mir, wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Alles klar. Und ja, sie hat recht. So, können wir hier mal die Schublade ausfahren? Ah, guckt mal, da gibt's Schuhe. Sonst ist da nichts drin. Wie sieht's mit dem Bett aus? Da ist ein Bett und wir können zu Bett gehen. Möchten wir das? Eigentlich möchte ich mich hier vorher noch ein bisschen umgucken. Schublade machen wir wieder zu, Bett fahren wir auch wieder rein. Wir gucken mal in den Schrank und einen wunderschönen guten Tag, Gastrophilus. So, was war da drinne? Schrank. Trage ich heute mal Perlweiß oder lieber Schneeweiß? Also wirklich. Für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt drei Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären, also 1,2 Bosos. 1,2 Bosos oder drei Zwerge? Ah ja, verstehe. Nee, zugeschraubt. Können wir das mit dem Brieföffner aufmachen? Warum auch immer? Na, das könnte funktionieren. Ja, aber warum? Aua! Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Aber ja, was könnte man jetzt hier machen? Wir können ja nur durchgucken. Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber, dass man davon essen kann. Wow, was ist das alles für Zeug? Wow! Mehr hat der gute Rufus da nicht zu sagen. Wow, was ist das? Dann gehen wir erstmal wieder zurück und schauen hier mal noch, was dieser Knopf macht. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Das ist ja nicht so schön.
Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Die Stimme von ihm ist so anstrengend, die knackt so richtig schön im Ohr. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Müssen wir ihm zeigen, dass hier noch wer anders mit drin ist? Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Gibt's jetzt endlich Kaffee? Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Ja, ich würde jetzt gerne einen Kaffee machen. Es gibt tatsächlich also, endlich einen Kaffee. Hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Und ab in die Tasche damit. Mit dem guten Kaffee. Es gibt endlich nach 3 Spielen Deponia, wo immer wieder vom Kaffee erzählt wurde, endlich den ersten Kaffee. Ich bin so glücklich gerade. Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Was? Jetzt sind es Mokassins. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es funktioniert. Ich wollte einfach mal kombinieren. Wir haben jetzt also Kaffee in die Schuhe gegossen. Warum können wir das machen? Können wir die Schuhe jetzt anziehen? So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Können wir die wieder irgendwo hinpacken? Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Ah! Hab ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Okay. Da haben wir doch wen im Petto. Guten Tag. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Da versteckt sich jemand im Schrank. Doch nicht. Wie sollte der auf hier reingekommen sein? Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Das reicht also noch nicht, oder wie? Das reicht noch nicht. Cool, wir brauchen irgendwie noch einen Kopf oder sowas. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Ach so, stimmt, da war was. Okay. Oh, Growl. Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras. Überwachungskameras? Du meinst, wir werden hier gefilmt? Und das guckt sich dann einer an? Vielleicht nicht gerade jetzt in diesem Augenblick, aber ich bin mir sicher, dass sie alles aufzeichnen und regelmäßig das Material sichten. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mein Kostüm ausgezogen hätte, ne? Ja, das würde alles ruinieren. Es sei denn, jemand würde rechtzeitig in den Computerkern eindringen und die Aufzeichnung vorher löschen, richtig? Willst du mir irgendwas sagen, Rufus? Nein, nein, schreib du nur in Ruhe deinen Bericht zu Ende. Und ich mache irgendwas Angemessenes. Also nicht sowas wie in den Computerkern eindringen oder so. Ganz im Gegenteil. Ich mache eher was Langweiliges. Sowas, wo du keinen Verdacht schöpfst. Okay. Wir müssen also in den Computerkern. So, jetzt können wir auch irgendwas mit dem Bett machen.
Okay, nehmen wir mal das Lattenrost mit. Was können wir mit dem Lattenrost machen? Es zerschlagen. Ja, hab ich denn noch alle Latten am Rost? Was mache ich denn da? Das weiß ich auch nicht. Pack mal in den Schrank. Ich behalte meine Sachen lieber bei mir. Auch wenn ich zugeben muss, dass hier ziemlich wenig Platz ist in diesem Kostüm. Okay, dann lass uns mal probieren, das Bett wieder einzufahren. Irgendwas muss man doch mit der Matratze da jetzt machen können. Also, warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Okay, wir müssen den Lattenrost also wieder reinpacken, damit wir hier weitermachen können. Das ist ein bisschen unschön. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere... Wieso? Denken Sie... Nein! Na, das werden der... Ach, das hab ich mir... Da versteckt sich jemand... Wie sollte der auf hier rein... Entschuldigen Sie bitte, wenn Sie nicht... Gut, hat sich also noch nicht geändert, was der gute Herr da von sich gibt. Können wir mit dem Kaffeeautomat jetzt nochmal was machen? Nee. Können wir den Kaffee hier übers Bett kippen? Nee, geht auch nicht. So, die Matratze können wir leider nicht wieder drauflegen. Irgendwie will er das nicht machen. Wir können nur das Lattenrost wieder reinlegen. Nee, das geht auch nicht. Nee. Können mit dem Bett gar nichts mehr machen. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und, nö, sonst nichts. Na, also, warum klemmt denn das auf einmal? Das muss am fehlenden Lattenrost liegen. Also, wir können die Schublade rauspacken. Aber mit dem Bett können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Die Schublade können wir auch wieder reinschieben. Okay, das Lattenrost können wir da ranstellen. Aber warum? Er war doch schon da oben. Es ging doch auch so. Das muss der Computerkern sein. Und irgendwie das Gitter hier aufschrauben können wir auch nicht. Nein, wir können auch nicht mit unserem Brieföffner hier irgendwie die Terminals bedienen. Von hier oben wird das nichts. Genau, so dachte ich mir das auch. Von hier oben wird das... Wir müssen da runter. Das hilft uns aber nicht, wenn... Oh, können wir jetzt die Schublade ausfahren? Moment, erst noch den Lattenrost weg. Nee, mach mal nicht. Juri. Es hätte beinahe einen Unfall gegeben. Und das wollen wir doch nicht. Irgendwie fühle ich mich seltsam. Ich glaube, es liegt an diesen engen Klamotten. Ich behalte meine Sachen lieb, auch wenn ich zuge... So, probieren wir das mal so. Wir haben jetzt noch... Den Knopf, den Klimaschacht, den Kaffeeautomaten und Goal. Wir könnten eigentlich auch mal mit Goal noch mal ein bisschen reden. Vielleicht hat sie noch irgendwelche Informationen für uns. So, wir probieren noch mal den Knopf. Jetzt mit dem Lattenrost draußen. Zu Ihren Diensten? Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa ich... Nein! Na, das... Aha, das hab ich mir... Da versteckt sich im... Wie sollte der auf hier rein... Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Halli, hallo, hallöle. Und jetzt den Schubladenknopf. Und ab. Ah, hast du das gesehen, Goal? Was habe ich gesehen? Was treibst du da eigentlich die ganze Zeit? Nichts. Ich habe auch nicht gerade super lässig die Wache vor unserer Tür überrumpelt. Geschweige denn, sie im Bettkasten eingesperrt. Nein. Aber wenn ich das gemacht hätte, dann hättest du mich aber mal sehen sollen, weil das war der Hammer. Wäre gewesen. Ich hab's ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlaf gut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. Genau. Ich... Ach, Scheibenhonig. Sie hat recht. Verdammt. Aber wir haben es hinbekommen. Die Wache ist weg. Wir machen hier ordnungsgemäß die Schublade zu und gucken jetzt mal nach draußen.
So, können wir ja auch den Fußabtreter mitnehmen? Die scheinen hier großen Wert auf Reinlichkeit zu legen. Die Fußmatte ist ja so sauber. Ja, davon kann man essen. Das hat man alles schon mal. So, wir haben drei Ecken, wo wir hin können. Wir gucken mal ins Nachbarzimmer. Was nicht so ganz das Nachbarzimmer ist, okay. Alter Falter, ist das hier riesig. So, den Gang entlang durch die Tür. Das ist ja alles verwirrend hier. Nanu. Also die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Haben wir das? Die Ecke habe ich schon mal gesehen, ja. Die kommt mir bekannt vor. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Warum? Hier waren wir definitiv noch nicht, oder? Doch, anscheinend schon.